Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde oder weiteren Runde LS15 auf dieser Canadian Map, die wir auch im Multiplayer spielen. Ja, für die Leute, die da im Multiplayer in Anführungsstrichen mitspielen wollen oder schreien, oh, kann ich mitmachen? Nein. Aus einem ganz einfachen Grund, ne? Das Modpack, was hier drauf läuft, sind 2 GB knapp. Liegen zwar bei uns auf dem Teamspeak-Server, Adresse ist unten drin, liegen diese 2 GB zwar zum Download. Es muss dann natürlich noch zwangsläufig die Map runtergeladen werden, die mit, jetzt muss ich kurz überlegen, 890 MB mal eben zu Buche schlägt. Sprich, wir sind bei knapp 3 GB nur an Map und Mods. Das Ganze muss natürlich erstmal runtergeladen werden, eingerichtet werden, etc. pp. Sprich, ja, gleich mitspielen ist sowieso nicht drin. Also von daher, den Download-Ordner, den haben wir zwar auf dem Server, aber den geben wir auch nicht jedem sofort frei. Und die Leute, die, ich sag mal, öfter bei uns auf dem Server sind, die haben kein Interesse für LS15. Ja, gut. Das einmal dazu. So, das Feld ist hier bald mal fertig. Hier läuft der Helfer. Das geht da bis unten runter. Bis da, wo die Silos zu sehen sind. Aber wir müssen noch hier abfahren. Das heißt, die Feldarbeit selber, das Ernten werde ich nachher über den Helfer machen. Aber die Abfahrerei, das werde ich jetzt erstmal über Cosplay machen. So, also gucken, da gehen 40.000 rein, das ist Blödsinn, wir nehmen hier mal einen von. Und wir nehmen den hier. Was nehmen wir denn mal für eine Farbe? Babyblau, ach nee, dieses Quietschegrün haben wir schon, Weiß haben wir auch schon, Gelb haben wir auch schon. Was nehme ich denn mal? Lila habe ich auch. Ich glaube, ich nehme so Mausgrau hier oder was auch immer das ist. Gut. Das heißt, den Trecker haben wir. Jetzt müssen wir ihn nur finden. Weiß ich, also, da habe ich auch noch nichts gefunden, wie man das machen kann, dass man da direkt in die neuen anderen Fahrzeuge wechselt. Ich muss jedes Mal ich alles durchschalten. So, hier haben wir erstmal 2 Millionen Hackschnitzel verpackt. So, der steht hier immer noch. Den brauchen wir nicht. So, der ist hier auch fleißig am Sehen von Rai. Das, keine Ahnung. So, Hafer oder irgend so ein Kram sein. So, und hier haben wir unseren. Oh, sieht gar nicht schlecht aus in diesem Graugrün. So, den für die Abfahrerei hier oben. Oh, Fahrer hier gesoffen. Gut. Jetzt muss ich kurz mich orientieren. Das war Feld 30. Das heißt, wir müssen jetzt hier links hoch und dann. Okay. Das heißt, wir fahren einfach erstmal los. Wenn's wir nebenbei ein bisschen zischt, nicht wundern. Ist normal bei mir. Man kann ja schließlich nicht kontinuierlich quasseln hier. Einfach mal so. Also ein bisschen düdelü.
Also muss ich nur die Zufahrt dazu finden. Weil die geht nämlich, glaube ich, über einen Acker. Das heißt, da hinten ist zwar ein Weg, aber wo fängt der Weg an? Ist auch eine Zufahrt, aber das ist keine offizielle Straße. Ja, aber beim Einfahren der Kurse, das sollte schon relativ genau passen, weil sonst hat man im Nachhinein hat man da ein echtes Problem. Denn die Abfahrer fahren genau so, wie ich das jetzt einfahre. Und mache ich da viel Murks, dann macht er genauso viel Murks. Ich kann das zwar korrigieren, aber der Abfahrer selber korrigiert das nicht. So, das soll werden. Dreschen und abtanken. Das ist Feld 30 dann. Okay, das ist soweit okay. So, das heißt, wir beginnen mal die Kursaufzeichnung. Fahren erstmal immer möglichst weit rechts. Weil wenn man denn nochmal einen zweiten auf den Kurs nimmt, weil falls einer jetzt nicht reicht oder man mit zwei Dreschern arbeiten möchte, dann kommen die sich gegenseitig entgegen, logischerweise irgendwann mal. Und wenn der Weg hier zwischen den beiden Fahrzeugen halt eben nicht breit genug ist, ist klar, wechseln die Spiegel. In dem Fall bleiben sie halt einfach stehen. Das sieht dann zwar blöd aus, wenn man hier so ein bisschen neben dem Kurs fährt, aber es ist nur der Sicherheit wegen. So, also mal gucken. Vor den Kurven immer bremsen, weil das macht der dann halt auch. Aufpassen, dass ich mich jetzt nicht selber hier verfahre. Okay, da müssen wir runter. Ups, das ist das, was ich meine. Diese Schlenker, die gleicht der nachher nämlich nicht aus. Die fährt der genauso. Und wenn die Kiste voll ist, der Anhänger, dann schlingert es den so richtig rum und ja, bei Pech hat, dann landet er halt eben irgendwo im Acker. Ja, Mist, war eine Abfahrt zu früh. Ich hätte eine weiterfahren sollen. Aber ist nicht tragisch. Ein fährt halt den genau den gleichen Weg wie die anderen auch alle. Die kommen nämlich alle von hier oben. Und passt da schon. Dann löst sich das Knäuel eventuell, wenn da mal eins entstehen sollte, selbstständig auf, weil sie alle in die gleiche Richtung fahren. Aber wenn die sich gegenseitig entgegenkommen, das ist dann immer ziemlich problematisch. So, vorsichtig hier rum. Bisschen. So. Hier müssen wir wieder sehr weit rechts fahren, weil die anderen kommen den Weg halt hier auch hoch. Die anderen habe ich auch hier lang, immer grundsätzlich hier lang fahren lassen, weil alle immer möglichst die gleiche Richtung fahren, nicht alle kreuz und quer. So, hier ist es ein bisschen egal, weil die eh alle auf der gleichen Straße in die gleiche Richtung fahren. Da fahren sie dann halt eben einfach hintereinander her. So, da ich mir nicht 100% sicher bin, was ich alles auf diesem Feld eventuell anbauen werde, und nicht jedes Mal einen neuen Kurs einjuckeln möchte, mache ich es einfach so, dass ich jetzt hier einmal über das Gittertrigger fahre und dann fahren wir hier vorsichtig einen Bogen und fahren hier einmal über die Trigger drüber weg. Denn alles, was da vorne in den ersten nicht reingeht, geht irgendwann hier rein.
Und somit kann ich sicher sein, dass der Hänger definitiv leer ist, wenn er wiederkommt. So, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Die anderen sind hier rausgefahren. Die werden nachher im Weg stehen, hier die beiden. Die muss ich auf jeden Fall wegnehmen. Jetzt fahre ich am besten links rum. Das ist eigentlich der Weg, den ich runterkommen wollte erst, aber naja, gut, nicht schlimm. Das Feld hier vorne, dies müsste ich, wenn ich das richtig sehe, noch einfahren. Nee. Das ist die 1, die habe ich doch noch nicht gekauft. Okay, dann werden wir die gleich nochmal kaufen, solange wir noch ein bisschen Kohle haben. Aber erstmal werden wir den Kurs hier zu Ende einfahren und dann werden wir mal den kurzen Kurs hier von der 1 noch einfahren. Werden den Drescher holen, werden den da draufstellen und werden dann dementsprechend das Ganze aber auch da nochmal, wie wir es jetzt hier machen. Hier bereite ich jetzt noch vor und da können wir es dann gleich mal in Action sehen. Was nicht immer so elendig wäre hier mit der Rumfahrerei. Aber es ist halt bei diesen großen Maps ist das halt einfach so. Man hat halt viele Fahrwege, wenn man dann möglichst mit Cosplay arbeiten kann oder Helferfunktionen, dann ist das schon nicht grundschlecht. Wie viele Punkte haben wir schon? 487 Wegpunkte. So, jetzt ist wie gesagt dieser Punkt hier, wo man aufpassen muss, dass man wirklich dann auch auf der Fahrspur bleibt, beziehungsweise auf der Seite bleibt, damit die sich halt eben nicht in die gegenseitig in die Karre fahren, ne? Wenn man mit Zweien arbeitet. Momentan wird es nicht so sein. So, jetzt kommen wir wieder ungefähr am Endpunkt an. Das heißt, wir fahren aber jetzt hier erstmal ein Stück weiter. Nehmen die Geschwindigkeit dementsprechend runter und machen hier versuchen, einen sauberen Bogen zu fahren. Und enden ungefähr an dem Punkt, knapp davor. So, sagen fertig und jetzt gesagt, Feld 30 und wir speichern das Ganze unter Abfahrt, oh, nicht so. Feld, ja, Feld 30. So, hier muss ich jetzt noch den Drescher eintragen, der denn dafür zuständig ist, und dann funktioniert das. So, jetzt wechseln wir mal da nicht hin, da auch nicht hin. Den brauchen wir auch nicht, den brauchen wir. So, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Und fahren damit zu Feld 1. Da machen wir jetzt aber mal was nicht so ganz. Also jetzt mal alles weggucken. Und das macht man normalerweise nicht. Spart halt nur eine Menge Weg.
nicht eigentlich irgendwo die Saatmaschine unterwegs sein? Mal. Also die Felder sind so groß, man sieht nicht mal die Saatmaschine, die hier unterwegs ist. Das ist schon teilweise heavy. Ist das da hinten? Ist das die Saatmaschine? Ja, sieht so aus. Ah, gut. Ja, egal. Wir wollten zu Feld 1. So, das dürfte jetzt nicht funktionieren, genau. Okay. Ist er. Da ist er. Dann müssen wir nämlich erst mal den Acker kaufen hier. Da ist der Punkt da oben zum Kaufen. Ist ja wohl auf mich. Ach, 80.000. Süß. Das ist das, was ich meine. Wenn man jetzt zu sehr schlenkert, der Helfer, der fährt hier die Geschwindigkeit. Auch der Cosplay-Fahrer. Und in dem Augenblick, wenn es um eine Kurve geht, dann sieht er so ungefähr aus. So, und das wird mit einem vollen Hänger nicht wirklich besser. Im Gegenteil. So, das heißt, wir starten, würde ich einfach mal sagen, hier. Und lassen den jetzt erstmal los. So, du darfst was tun. Und tschüss. Genau. So, jetzt machen wir die Abfahrerei hier. So, Kursaufzeichnung beginnen, das machen wir gleich. Ich wähle mal eben den Drescher aus. Da. Solange der nämlich noch in der Nähe ist. So, ja, einen sehen, der sich von mir entfernt. Genau, das dürfte der sein. So, das heißt, wir haben Dreschen und Ab, beziehungsweise Abfahren und denkst, gut. Jetzt starten wir. Wir fahren mal nicht auf dem Weg. Fahren wir erstmal hier einfach vom Feld runter. Ich kann jetzt hier ruhig schnell drüber fahren. Wenn der nachher feststellt, in dem Anhänger ist was drin, bremst er da völlig automatisch. So, und das war wieder ein bisschen kurz, die Drehung, aber das müsste noch gehen. Für den Fall, dass wir andere Sachen mal irgendwann laden, auf dem, oder
auf dem Feld anbauen. Immer hier einmal drüber fahren, kostet ja nicht viel mehr. Und dann geht das auch. Die Kurve hier hinten ist ein bisschen blöd, aber naja. So, damit sie nicht alle kreuz und quer über den Hof juckeln, fahre ich immer hier die gleiche Strecke wieder zurück. Weiter. Kann nie schaden. So, und knapp wieder einen Ausgangspunkt. So, genau so soll das sein. So, Aufzeichnung Ende. Das ist Feld 1. Speichern unter. Abfahrfeld 1. So, den Drescher haben wir ausgewählt. Seitlichen Abstand, das macht er dann automatisch. Die Rundumleuchte, naja, das ist alles Völlefanz, muss man eigentlich nicht, aber ich lasse es jetzt einfach mal an. So, und Abfahrer einstellen und das mit der Plane machen wir mal manuell. So, nun gucken wir mal, da kommt der Drescher runter. Gucken, ob ich hinwechseln kann. Also, der ist fertig. Okay, dann können wir den erstmal schon mal runterfahren. Ja. So, den jagen wir hier gleich übers Feld. Passt einigermaßen. Ja, passt. Da sind wir noch im Gange hier. Meine Herren. So, wo ist der Drescher? Na, das ist, wenn man so zwei, drei Fahrzeuge hat, ist schon schwierig. Okay, so, das hat soweit funktioniert das. Der macht Absi. Und jetzt rufen wir mal den Abfahrer, um zu gucken, ob es geht. Ja gut, dass ich die Fruchtumfahrung eigentlich deaktiviert habe, bisher so aktiviert habe, dass er da eigentlich drum umjuckeln sollte. Das interessiert ihn also auch herzlich wenig. Dieser Drescher, der braucht Ewigkeiten, bis der sich entlädt. So, der Abfahrer sucht sich jetzt eine Position. Der erstmal beim nächsten Mal vom Drescher vielleicht wieder, ich sag mal, erreicht werden kann. Bleibt aber halt immer in der Nähe des Feldes. Also
ob das Ganze funktioniert jetzt. Das testen wir einfach mal, indem wir ihn jetzt einfach nochmal rufen. Jetzt müsste er wieder daneben fahren. Sag ich mal, den Abfahrer wegschicken. Und da ist das Problem, dass er dann meistens versucht, gleich wegzufahren und versucht dann irgendwie möglichst gegen den Drescher zu fahren. So, jetzt versuchen wir mal, ob wir da reinkommen. Natürlich nicht. Das heißt, wir wechseln einfach mal so schnell wie es geht in dem Fahrenden. Na, wo ist er denn? Da ist er. So. Er sollte jetzt eigentlich seine Strecke aufnehmen. Sollte das bisschen Zeug, was wir haben, abladen. Deswegen habe ich ihn nicht so dicht hier an der Straße. So, jetzt macht er seine Blinklichter an, fährt auf die Straße. Das ist hier irgendwo eingestellt. Oh, das hier beim... Auf Straße, Wendemanöver, Wegpunkt, irgendwo war es auf jeden Fall hier. So, er weiß jetzt, ach da, dass hier die, Ding ist es, dass hier die Entladestation ist und dass er das da halt eben, sag ich mal, dann dementsprechend ablädt. Aber, da ich ihm jetzt ja gesagt habe, er soll hier auch noch lang fahren, tut er das natürlich logischerweise jetzt mit einem leeren Anhänger. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Kartoffeln geladen hätte, würden die da drüben in das Silo nicht reingehen, die würde er dann hier entladen. Da würde er dann halt im Prinzip hier einhalten und dann dementsprechend da die Kartoffeln abladen. So, hier versucht er dann halt irgendwie immer wieder seine eingefahrene Route zu kriegen, falls er mal wegrutscht. Fährt jetzt halt einfach zu seiner zugewiesenen Startposition im Prinzip, wo ich ihm gesagt habe, ab hier geht es los. Da, beziehungsweise hier hört es auf. So, so rum. Und ich glaube, er fährt dann noch einen weiter, dass er wieder in der Startposition ist. Und deswegen habe ich die möglichst dicht zusammengelegt, dass wenn er bremst, auch gleich sozusagen darüber rutscht. So, und jetzt wartet er im Prinzip so lange, bis der Füllstand von dem Drescher erreicht ist, fährt dann weiter und macht seinen Job. So, er macht auch seinen Job. Er macht auch seinen Job, er ist immer noch nicht fertig. Ich meine, die 30 ist natürlich ein Riesenacker, keine Frage. Eigentlich könnte ich da unten schon fast mit dem Ernten beginnen. Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, das werden wir mal versuchen. So. Erstmal machen wir den hier. Also hier muss ich mal an den Modder sagen, der das Ding gemoddet hat.
Das da ist bestimmt nicht so gewollt, oder? Das macht er unter jedem Anhänger. Unter jedem Trecker. Egal, wo ich das Ding hinterhänge. Da flappert das da die Idee halt oben so hin und her. Das ist bestimmt nicht so gedacht. Halt, soweit. So, da die Bäume da drüben noch stehen, fangen wir von der Seite an. Dann bleiben wir nämlich nicht an den Bäumen hängen. Müsste passen. So, was packen wir denn hier hin? Und ja, das glaube ich, das können wir machen. So. Stopp. Wände möchte ich ja das ganze Ding nutzen. So, er sieht gut. So, hier ist der Abfahrer. Der ist soweit fertig. Ist jetzt die Frage. Ich habe nur den Drescher hier noch. Der hat das Mähwerk vor. Ach, wir haben noch ein bisschen Kohle, haben wir doch noch. Erntemaschinen kostet bis 275. So, okay. Nur hinkommen. Irgendwann finde ich sie. Da ist er. Da hinten haben wir noch ein Ding stehen. Genau, das ist ja wieder für gemacht. Zit. Und auf geht's, Attacke. Uah, Schleuder. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja. Es ist eigentlich schon ganz, ganz lustig hier, wenn die bei der Feldgröße die Felder schneller nachwachsen oder mindestens genauso schnell nachwachsen, wie man sie sehen kann. Das ist dann schon irgendwie ganz schön beeindruckend, finde ich, weil, ja, sobald man mit dem Säen fertig ist, setzt man unten das Ernten wieder an. Sobald man oben mit dem Ernten fertig ist oder fast fertig ist, kannst du unten die Sämaschine wieder ansetzen. Somit hast du immer einen schönen sauberen Kreislauf. Zwischendurch mal mit dem Düngerstreuer rüber gehuscht. Dass dieses Zeug, was ich da jetzt angepflanzt habe, überhaupt sich mit dem Ding hier ernten lässt. Jetzt habe ich ein Problem. Wir werden sehen.
Ich hoffe mal, dass das hier schon erntereif ist. Ich will jetzt mal nicht gucken. Das wird uns gleich der Helfer sagen. Ja, nee. Wäre es nicht erntereif, weil es lässt sich mit der Maschine hier nicht ernten. Das wäre natürlich doof. Gut, also gucken wir doch nach. So, Feld 30 ist der hier oben. Ah. Wachstum. Okay. Ist noch im Wachstum, ist noch nicht so weit. Hier unten ist es schon fast reif. Da oben ist er noch am Säen. Ah, ist schon erntereif. Was ist denn da? 5? Die 4 wird gerade gesät. Ach, die 1, da sind wir am Ernten. Die 5 gehört uns, glaube ich, noch gar nicht. Gut. Aber dann weisen wir dem hier nochmal schnell den Drescher zu. Und zwar automatisch finden wollen wir nicht. Meter. Passt. Abfahrer einstellen, plane. Okay. So, sobald der jetzt im Prinzip dann startet, kann der seinen Job erfüllen. Und ja, das soll es erstmal aus der Folge wieder gewesen sein. Ich denke, noch eine Folge werde ich heute nicht aufnehmen. Soll für heute reichen. Ich sage einfach mal, danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr noch dabei seid, ich hoffe, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt LS15 oder irgendwas anderes. Ich wünsche euch was, macht's gut, haut rein und tschüss.